So, nochmal mit Kaspar sprechen. Ich habe die Stängel verteilt. Und was jetzt? Warte ich auf den Mörder. Sei vorsichtig. Er wird nur da zuschlagen, wo er sich unbeobachtet fühlt. Also halte dich an abgelegenen Orten auf. Hast du eine Idee? Der Baderaum. Wenn du sogar noch in der Wanne sitzt, wird er dich für völlig ahnungslos halten. Gut. Dann werde ich erstmal eine Runde schlafen. Oder nee, ich schlafe erstmal eine Runde. Speichere aber vorher ab. Wenn du Schlaf brauchst, kann ich dir gerne mal auf den Kopf schlagen. Ach du, der mag das nicht. Ich gehe in mein eigenes Bettchen. Ich habe mein eigenes Bettchen. Ich werde aber angegriffen in der Zwischenzeit, wo ich da drin liege. In meinem eigenen Bett. Egal, das riskiere ich. Keiner hat mich angegriffen? Kann er nicht. Mit einem offenen Auge schlafen, mach ich mal. Nichts passiert. Ah, okay. Gehe ich mal in den Baderaum. Ich muss gerade überlegen, wo der war. Badabadam badam bam bam. Der war hier irgendwo. Oh, über den Rekruten gejumpt. Ich bin so der Held. Hier war der Baderaum, genau. So. Speichern wir mal. So, auf die Mörder warten. Ihr kleinen Penner lernt es wohl nie. Sieh an, Meister Bronco. Was kann ich für dich tun? Es war äußerst dumm von dir, ins Brauke-Geschäft einzusteigen. Ash hat kapiert, dass er die Finger davon lassen soll. Du anscheinend nicht. Mal gucken. Ich hab das nur gemacht, um den Mörder von Hemmler zu finden. Dich. So, du hältst dich für einen ganz schlauen Burschen, was? Aber das wird dir nichts mehr nützen. Jetzt ist es zu spät. Wieso musste Hemmler sterben? Aus dem gleichen Grund, warum du sterben musst. Und jeder andere, der glaubt, er kann hier das schnelle Gold machen. Und das wäre? Gold, du neugieriger, dummer Bursche. Ich werde das Geschäft hier übernehmen. Ich will das Geschäft mit dem Braukraut. Und das lasse ich mir nicht von ein paar Grünschnäbeln versauen. Ich schneide dich in... Oh nein, nicht wieder gegen Bronco. Ach, komm schon. Der Typ ist leider saugeskillt, ey. Ja. Ich werde ja mal eine Imba-Taktik, die ich schon mal im Kampf gegen ihn benutzt habe, benutzen. Ja. Ach, guck jetzt mal, wie wenig Schaden ich an ihm mache. Das ist doch scheiße. Ah, okay, Moment. Oh, oh. Oh. Ich kann nicht richtig arbeiten, so. So, jetzt ist Ruhe. Einmal noch, weil es so schön war. Tot. Oh, geil, der hat mich sogar wirklich getötet. Ah, Bronco, du Stück Scheiße. Lass mich in Ruhe. Ah, wie weit wirst du mich verfolgen? Wirst du mich zu den ganzen Leuten verfolgen? Nein, ich bleib nicht stehen. Du bist stärker als ich. Das ganze Schiff, alle tot. Was ist geschehen? Ich habe den Mörder von Hemmler gefunden. Nun, dann sprich. Es war Bronco. Er wollte das Geschäft mit dem Braukraut übernehmen. Deshalb hat er Hemmler getötet und wollte auch mich umbringen. Dann ist er tot? Nein, er lebt noch. Dann werden wir uns jetzt um ihn kümmern. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Du hast gezeigt, dass du deinen Geist zu nutzen weißt und du hast der Gefahr ins Auge gesehen. Wähle nun selbst, was dich weiterbringt. Trank der Magie. Ich wähle den Trank der magischen Kraft. So soll es geschehen. Danke. Ja, haha, die werden sich um Bronco kümmern, da bin ich immer gespannt. Er behauptet es wirklich. Das hat er sich selber zuzuschreiben. Ich werde dir besser auf die Finger schauen, solange du hier bist. Ich weiß jetzt, wer Hemmler ermordet hat. Es war Bronco. Er wollte Hemmlers Geschäft übernehmen. Ach du Scheiße. Bronco? Das ist übel. Hast du es schon Vitus erzählt? Er muss es sofort erfahren. Vitus weiß bereits Bescheid.
Das ist gut. Das wird ganz schön für Aufsehen bei den Novizen sorgen. Cool. Gut, 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 gut. Und was nu? Wo ist er jetzt? Nicht, dass ich jetzt gleich noch über den Weg laufe und dann tot bin. Mal gucken, wo ist denn jetzt der Bronco? Ich hätte nicht kommt um die Ecke gestimmt und will mich schlagen. Hast du dich hier wieder verkrochen? Nein. Aber ich habe einen Levelaufstieg, glaube ich, gehabt, ne? Fällt mir gerade noch ein. Ach, warum gehe ich denn auf L? Ich muss auf C. Ich bin Stufe 9, Novize. 38 Punkte, 32 davon. Sehr schön. Dann werde ich mal jetzt weiter meine Prüfung machen. Prüfe mich, Meister. Okay, jetzt muss ich die anderen Meister alle wohl so weit durchkneten, dass ich hier endlich rauskommen kann. Aber vorher mache ich auf jeden Fall ein Nickerchen. Mit so wenig HP hier durch die Stadt zu laufen, ist nicht so berauschend. Zack, das hat sich gelohnt. Gucken. So, hast also deinen Mörder gefunden, hä? Ja, Bronco war's. Er hat eins von deinen Messern benutzt. Der alte Mistkerl hat sich bei mir den Bauch vollgeschlagen. Und mich hätte er für den Mord bezahlen lassen. Tja, da habe ich dir einen Gefallen getan. Wie wäre es, wenn du dafür eine Schüssel von deinem Eintopf springen lässt? Vergiss es. Du kannst eine Wurst haben, aber das ist auch alles. Na toll. Na egal, kriege ich immer einen Wurst. Es gibt, wolltest du was? Nein. Gut. Werden wir uns jetzt weiter den anderen Typen widmen. Hier kümmert sich auch keiner mehr um die Schweine. Ah, der Teller muss es eigentlich machen. Mal schauen. Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Mal schauen. Erlan. Ignatius. Du hast Bronco des Mordes überführt. Ja. Damit ist es dir nicht nur gelungen, den Mord an Hemmler aufzuklären. Du hast auch unsere Gemeinschaft von einem gefährlichen Verräter befreit. Ich bin Meister Ignatius. Deine Grundausbildung hast du nun hinter dir. Aber Großes liegt noch vor dir. Du willst mich prüfen? Ich will, dass du lernst. Unsere Prüfungen helfen dir nur dabei. Komm, ich will dir etwas zeigen. Okay, Ignatius, I'm following you. Kann ich eigentlich auch irgendwie gehen? Also, ich laufe ja immer. Ich möchte aber am liebsten nochmal so richtig cool gehen. Ich kann schleichen, aber nicht gehen, glaube ich. Fällt mir ein, ich muss hier die ganzen Buden hier noch leer räumen. Ich glaube, das mache ich gleich irgendwann mal. Ash. Gibt's was Wichtiges? Nein, gibt's nicht. Keine Angst. Viel Geld habe ich nicht mittlerweile. Fast 6000, ey. Dieser Krauthandel war ja richtig geil. Was hast du mit mir vor? Das hier. Das ist die Bibliothek. Hier wirst du lernen. Weisheit findet sich in Büchern und alten Steintafeln. Welch ein Ort wäre wohl besser zum Lernen geeignet als eine Bibliothek? Ich erwarte von dir, dass du alle Bücher liest. Wenn du glaubst, bereit zu sein, sprechen wir weiter. Boah, okay. Schatztruhe. Ich werde mich erstmal mit der Schatztruhe beschäftigen. Habe ich gerade beschlossen. Mal schauen. Hihihi. Zack. Oh. Links, rechts. Schade. Links, rechts. Okay. Links, rechts. Fuck. Links. Nein! Abgebrochen. Links, rechts. Also. 14 Mal Illusion erschaffen. Okay. Mana-Trank, 14 Goldmünzen, Illusion erschaffen. Okay, ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich werde hier erstmal unterbrechen und wir sehen uns nächste Episode wieder. Also, bis dahin.